Herzlich willkommen zum Elektro Conversion Video vom HPI Baha. Ihr wisst ja, ich habe das Brushless Kit aus Shanghai bekommen und wie ihr seht, ist der Baha schon ziemlich ausgeschlachtet. Alles, was mit dem Benzinmotor zusammenhängt, ist raus. Also der Motor selbst, der Tank, Luftfilter, Reso natürlich, Kupplung und alles ist komplett raus. Und die Empfängerbox ist auch weggedremelt, bis auf den Teil, der direkt über dem Servo sitzt. Also im Prinzip ist nur der Teil geblieben, wo eigentlich der Empfänger sitzt und der Teil, wo normalerweise der große Akku drin sitzt, das Humpack, der ist weggedremelt, weil den brauchen wir nicht. Der nimmt ja nur Platz weg, denn der Regler hat ja ein BEC, das den Servo und den Empfänger mit Strom versorgt. Wir brauchen also natürlich hierbei jetzt kein Humpack, anders als beim Carbon Fighter. Deshalb brauchen wir hier auch kein extra Batteriefach fürs Humpack. Dieses ganze Stück hier ist das, was ich weggeflext habe. Also weggedremelt, ne? Flex wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Ne? Also einfach hier den Humpack-Kasten und natürlich auch die Halterung für den Gasservo, die braucht ihr ja auch nicht mehr. So. So, zuerst habe ich jetzt die neue Backplate installiert oder besser gesagt den Regler zuallererst auf die Backplate montiert, also auf die neue, weil ihr da einfach besser dran kommt, als wenn ihr erst die Backplate einbaut und dann den Regler draufsetzt. Ich muss zugeben, ich habe mir dabei ziemlich einen abgebrochen, den Regler zu montieren, was aber einfach auch daran liegt, dass ich eben nicht die richtigen Schrauben habe, die eigentlich dafür vorgesehen sind. Ich habe das jetzt hier mal noch mit dem Kabelbinder erstmal noch provisorisch zumindest ein bisschen mehr gesichert. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Er ist jetzt eigentlich auch fest soweit, aber naja, ich meine, das Ding hat ja doch ein bisschen was auszuhalten, ne? Erschütterung und alles Mögliche, denn ich will ja schon vernünftig damit bashen. So, ich habe das jetzt auch mal so gemacht, dass ich die Motorkabel nach vorne und den Stromanschluss nach hinten gemacht habe. Ob das sinnvoll ist, wird sich dann ebenfalls noch zeigen. Als nächstes baue ich jetzt hier unten die Bodenplatte ein. Da kommen einfach diese zwei Löcher auf die beiden. Und hier die beiden kommen auf diese, sodass das dann alles genau passt. Und dafür habe ich, glaube ich, auch schon Schrauben gefunden. Hier bei der Backplate übrigens, die Schrauben, die gehen ja dann hier unten in den Kunststoff. Da kommt kein Loctite. Hier zum Beispiel jetzt kommt Metall auf Metall. Da kommt jetzt dann Loctite dran. So, auf der linken Seite kommt jetzt hier noch so ein kleiner Abstandshalter. Der ist mit bei dem Set dabei. Hierhin, wo vorher der Motorhalter saß, bevor dann die Schraube reinkommt. Und hinten für die Backplate habe ich übrigens einfach die vier Originalschrauben benutzt. Die passen da ganz prima rein. Und hier habe ich auch passende Schrauben gefunden, um den Boden da schon mal reinzubauen. Als nächstes montiert ihr dann den Motor an der Motorplatte mit den zwei Schrauben. Normalerweise müssen das Schrauben mit so einem Kopf sein. Tut mir leid, dass das hier immer irgendwie unscharf ist, aber die Kamera kriegt das nicht gepeilt, was sie scharf machen soll und was nicht. Da unten der Koffer ist scharf, aber die Schraube nicht. Naja, also normalerweise, ihr könnt es ja trotzdem erkennen, ne? Also normalerweise müssen das solche sein. Ich habe aber solche nicht in der richtigen Größe, deshalb nehme ich jetzt hier erstmal so welche. Und da kommt noch kein Loctite dran. Das macht ihr erst, wenn dann nachher auch das sogenannte Mesh, also der Abstand zwischen Pinion und Spur, eingestellt wird. Ihr müsst ja den Motor so lange noch lösen und verschieben können. So. Und dann kommt der Motor jetzt hier dran. Und da kommt natürlich die Achse hinten dadurch. Und dann wird es festgeschraubt. Und zwar seitlich mit den drei Schrauben und oben nochmal mit drei Schrauben. Zum Glück konnte ich mich gerade noch besinnen, dass ich noch hier so ein Set Baumarktschrauben habe im Schrank und die passen nämlich ganz genau. Natürlich ist das nicht so schön, ne? Die haben jetzt ganz normalen Kreuzschlitzkopf und sind jetzt vielleicht auch nicht qualitativ die besten, aber
Wie gesagt, ich kann es ja nicht ändern, Leute. Ich warte jetzt nicht, bis ich irgendwie fehlende Schrauben aus Shanghai geliefert bekomme, ne? So, auf jeden Fall, die passen. Und ganz ehrlich, das ist im Prinzip hier echt total simpel, ja? Das ist eigentlich total Baukastenprinzip. So wie jetzt eben mit der Motor kommt jetzt hier auf die andere Seite auch noch hier so eine Platte. Dann kommen oben drei Schrauben rein, an der Seite drei Schrauben rein mit Loctite. Also das ist wirklich easy zu machen hier, ja, absolut stinkeinfach. Mit den passenden Schrauben wahrscheinlich noch einfacher. Das Einzige, was ein bisschen tüftlich war, war den Regler zu montieren auf der Backplate. Aber wie gesagt, auch nur, weil ich nicht die passenden Schrauben habe. Aber ansonsten ist das im Prinzip echt total einfach, ja. Als nächstes kommt die neue Getriebeplatte hier drauf und wird einfach hier mit drei Schrauben festgemacht und auch da kommt wieder ein bisschen Loctite dran. Solange jetzt da noch Platz ist und hier vorne der Mittelteil des Überrollbügels noch nicht dran ist, baut ihr dann die Lüfter auf. Die setzt ihr einfach nur drauf und dann werden die hier ganz simpel mit zwei Kabelbindern einfach festgezogen. Mehr ist das auch wieder nicht. Und vom Anschluss her, ja, erklärt sich ja eigentlich von selbst, ne? Also das kommt einfach hier an den kleinen Lüfterausgang vom Regler dran. Das wird hier zusammengesteckt und dann wird der vom Regler mit Strom versorgt. Ja, und als nächstes kommt jetzt dieses Mittelteil wieder da dran. Und mit diesem veränderten Alu-Stück. Das ist jetzt wieder eins vom Conversion Kit. Das hat einfach eine etwas andere Form. Ja, und da kommen jetzt aber die Originalschrauben und dieses Ding dann einfach so wieder drauf. Der mittlere Teil des Überrollbügels ist dran und jetzt kommen fast zum Schluss, zumindest zum Schluss hier von dem ganzen Alu-Gedöns, hier noch diese beiden kleinen Leisten an den Seiten dran. Und ja, da muss ich jetzt auch mal wieder passende Schrauben suchen. Aber bis jetzt hat alles soweit gepasst. Und ich muss sagen, zum einen, die Alu-Teile sind sehr passgenau. Das ist also überhaupt kein Problem, ob ihr die jetzt von Castle oder von HPI holt oder ob ihr die jetzt in Shanghai bestellt. Scheißegal. Das sind ganz normale, vernünftig gefräste Alu-Teile und die passen absolut. Und ja, dieser ganze Bau hier ist wirklich total einfach. Ja. Also das ist echt mega simpel. Ich baue das auch komplett ohne Anleitung. Die Anleitung ist sowieso übrigens komplett auf Chinesisch. Was allerdings sofort ins Auge sticht, sind die Zahlen. Auch wenn das jetzt hier meine Kamera wieder nicht machen will, doch jetzt könnt ihr es sehen. 6500 Watt! Watt? So viel Watt? Ey! So, ihr Lieben. Ihr müsst jetzt mal drei Sachen entschuldigen. Zum einen müsst ihr entschuldigen, dass ihr hier im Hintergrund meine Waschmaschine hört. Zum zweiten entschuldige ich mich dafür, dass die Videos doch ein wenig unscharf geworden sind. Das liegt daran, dass ich festgestellt habe, ich muss einfach doch hier diese andere Kamera hier benutzen für solche Detailaufnahmen. Und zum dritten, da ich das Ritzel ja nicht hatte, das war ja leider bei der Packung nicht mit dabei gewesen. Müsst ihr entschuldigen, dass ich jetzt den Umbau nicht mehr ganz komplett zeigen konnte, aber ich stelle euch jetzt noch einmal vor, was ich jetzt hier noch gemacht habe. Also, natürlich ist jetzt hier mittlerweile Spurgear und Ritzel drin und das sogenannte Mesh, also der Abstand von Ritzel und Hauptzahnrad zueinander vernünftig eingestellt. Wie das geht, habe ich ja schon mal ein Video gemacht, wenn auch nicht beim Baha, ist hier aber auch nicht anders. So, und dann fehlte natürlich noch die Verkabelung. Und das alles, ich zeige euch das jetzt nochmal. Also natürlich wird hier einfach das Motorkabel angeschlossen, ne? Ich habe hier drüber jetzt nochmal so kleine Isolationsschläuche gemacht. Und darum habe ich hier einfach an zwei Stellen so ein bisschen Schaumgummi gemacht mit dem Kabelbinder, damit die Kabel bei der ganzen Erschütterung nicht hier auf dem Metall reiben. Und gleichzeitig sind die mit den Kabelbindern auch hier fixiert, zum Beispiel hier an dem hinteren Träger ist das dann jetzt hier dran und ihr seht, das läuft jetzt eigentlich ganz ordentlich da lang. Hier ist das Kabel, das dann vorne zum Empfänger geht. Hier ist halt dieses Verlängerungsstück und der Empfänger, der sitzt jetzt
vorne in einer Traxxas-Box natürlich drin. Und ich zeige euch das jetzt mal und nehme jetzt einfach doch nochmal hier die Karosserie ab. Einen Moment. Auf dem Servo, beziehungsweise hier auf der Originalbox von dem Baja, die ich ja so entsprechend gekürzt hatte, sitzt jetzt eine wasserdichte Empfängerbox von einem Traxxas Slash 4x4 drauf. Und die passt da genau rein, ist einfach mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Dann hier an der Seite kommt ja das Kabel raus, das läuft hier durch diesen Schutz durch und kommt dann hier raus und läuft zum Regler. Und das Stromkabel ist hier mit Lüsterklemme einfach fixiert. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht die feine englische Art, hält aber und funktioniert und erfüllt seinen Zweck. Da muss ich da nicht großartig rumlöten und geht dann hier vorne hin, wo dann eben die Akkus sitzen. Die Akkus werden einfach hier mit so einem Klettding fixiert. Das läuft hier an der Seite durch den Rahmen und hält dann doppelt von oben hier die Lipos entsprechend und die ganzen Batterien werden dann einfach hier mit so Schaumgummistücken ein bisschen fixiert noch. Die kommen dann hier an der Seite hin, damit das auch wirklich wackelfest da drin sitzt. Und das hält einwandfrei. Werdet ihr im Running-Video sehen. Das hält Sprünge und alles aus, überhaupt kein Problem. Hier vorne auch noch ein bisschen gepolstert mit so einem Stück Schaumgummimatte. Und da sitzen dann die Lipos drin. Ja, so sieht das Ganze aus. Funktioniert einwandfrei. Schalter ist da an der Seite dran, auch einfach mit ein bisschen Klebeband fixiert. Und so sieht der ganze Brushless-Umbau von dem Baja dann aus. Und übrigens, das Schöne ist, ihr müsst die Verkleidung überhaupt nicht abnehmen, um Lipos einzulegen. Wenn die Karosserie hier so drauf sitzt, ist dieser kleine Ausschnitt, der hier vorne übrig bleibt, am Fenster, wenn ihr das aufmacht, groß genug, da könnt ihr ohne Problem hier reingreifen, könnt die Lipos einlegen. Da ist also nichts irgendwie mit großem Aufwand verbunden, dass man da jedes Mal die Karosserie entfernen müsste oder sonst irgendwas, sondern ihr greift hier einfach rein, schließt die Lipos an und gut. Ja. Und im Gegensatz zum Original Baja Flux geht dadurch der Batteriewechsel viel schneller. Und es gibt auch einen An- und Ausschalter und nicht direkt einen großen Funkenflug, weil der Regler sofort an ist. Also es sind auch ein paar Vorteile, die dieses System hier gegenüber dem Original Baja Flux hat. So viel zu diesem Brushless-Umbau. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im Running-Video, liebe Leute.